Hallo, liebe Freunde der Remstal-Kellerei. Die Helen meldet sich zurück. Und zwar bin ich heute in Schneid. Hinter mir ist die Krone in Schneid. Und wer sie kennt, weiß, die Antonia schwingt ihren Zauberkochlöffel. Und da sind wir jetzt heute zu Besuch und spickeln mal, wie sie die leckeren Maultaschen für unser Riesling-Tasting am 8. Mai zubereitet. Kommt mit! Erstmal Butter schmelzen und dann Zwiebel darin langsam dünsten. Leicht salzen, so sind die Zwiebeln schneller fertig. Währenddessen Spargelwürfel. Ich habe es hier schon vorbereitet. Spargel sind schon gewürfelt, das heißt, ich muss nur warten, bis Zwiebeln glasig gedünstet sind, dann kann ich Spargel dazugeben. Hier habe ich Wasser, das lasse ich jetzt aufkochen für unsere Bolognese. Zwiebeln zu schmelzen für unsere Spargelmaultaschen, die wir heute hier machen wollen. Genau. Ja, das sieht ja schon mal fantastisch aus, ja? Und riecht. Schade, dass die Geruchsfunktion noch nicht funktioniert in den Geräten, ne? Sondern ja, leider nur das Bild. Aber deshalb sind wir ja heute hier. Ihr dürft es alles, oder wenn ihr das wollt, nachkochen. Und dann werdet ihr denselben Geruch zu Hause in eurer Küche haben. Genau, es duftet schon herrlich. Mein Mann, der sagt immer, wenn Zwiebeln in Pfanne sind, dann riecht es schon nach fertiges Essen. Da hast du recht, ja, das ist bei mir auch schon so. Wenn ich dann zu Hause die Zwiebeln in die Pfanne haue, dann denkt schon jeder, okay, das Essen ist schon fertig und es riecht dann schon wie gekocht. Genau, genau. Ich habe jetzt hier alles vorbereitet. Ich habe jetzt Zwiebeln hier angeschwitzt und dann kommen Spargel, weiße Spargel, die habe ich dann fein gewürfelt. Die werden dann gut mitgedünstet und einfach mal so ganz langsam gegart. Die sollen eigentlich noch Biss haben. Und dann ganz wichtige Zutat, der tolle Riesling. Oh, ja, ich weiß auch, wo der herkommt. Ja, genau. Den kenn ich. Ja, das ist schön. Und dann machen wir halt Maultaschen. Ich zeige, wie ich das ausrolle. Wir sehen uns schon das Gericht und kosten dann auch, ob es schmeckt, ob die, unsere Zuschauer dann auch nachher es wirklich nachmachen sollen, wenn es schmeckt. Genau.
Und das sind jetzt die Zwiebeln für die Masse oder ist das die Zwiebeln für später als Topping drauf? Nein, das ist für Masse. Deswegen werden sie ganz, ganz langsam gedünstet. Mhm. Später die Röste, die brauchen ein bisschen mehr Feuer. Genau. Wenn die so schön glasig sind, dann gebe ich die Spargel rein, aber davor drehe ich etwas stärker, weil die Spargel sollen nicht zu viel Wasser rauslassen, die sollen einfach mal kurz mitkühlen. Mhm, okay. Verlieren die dann zu viel Wasser und dann wird auch die Masse zu wässrig. Genau. Und was das Schlimmste ist, dann könnt ihr weniger oder sollte dann nicht mehr so viel Riesling reinlernen. Ne? Das ist das Schlimmste da dran. Und das wollen wir vermeiden. Ja, richtig. Wir wollen den Riesling drin haben. Genau. Ja, jetzt fängt schon ziemlich blau das wird. Jetzt hast du auch nochmal die Temperatur hochgenommen, gell? Und genau. Wird jetzt nochmal richtig auf. Und wie lange dauert das Ganze so, die Masse vorzubereiten? Mit Schneiden und allem so halbe Stunde. Länger nicht. Das Wichtige ist, dass die Schritte halt passen, dass man immer halt am Anfang erstmal Pfanne heißstellt, Zwiebel dazu, daneben dann auch schnipselt, während die Zwiebel sie dünsten, dann Spargel schneiden, wieder zugeben. Ich habe jetzt hier schon Wasser für unsere Hollandaise, den werden wir servieren zu Spargelmaul. Und wenn die Schritte dann auch gut passen, dann geht es auch dann ziemlich schnell. Halbe Stunde, dann brauchen wir ungefähr so 5 bis 10 Minuten, um Maultaschen zu formen, zu schneiden. 20 Minuten, um die zu garen, entweder den Dampf garen, einfach um Geschmack zu behalten. Und das dauert ungefähr 20 Minuten und dann halt genießen. Und wir tun, oder du tust die grundsätzlich im Dampfgarn? Ja. Ich tue die immer ins Wasser werfen. Ist das nicht so toll? Problematisch ist bei denen, dass sie dann nicht so fest sind. Ich würde dann eher empfehlen, dass man die in einem Topf oder eine breite Pfanne mit bisschen Wasser und Deckel zubereitet. Ah, okay. Dann kann man auch dieses Wasser nachher weiter benutzen, weil die haben keine zu große Binde und die können verlaufen in zu viel Wasser. Aber ich tue grundsätzlich alle meine Maultaschen im Dampfgarn, weil ich liebe, dass die alle ganze Geschmack drin behalten ist. Dass es nicht an Wasser weitergeht. Auch meine Fleisch und vegetarische Maultaschen sind alle dampfgegart. Ich würde jetzt schon in diesem Moment Wein ablöschen. Ich habe hier 200 Milliliter schon abgemessen und einfach mal ablöschen und dann tatsächlich so lassen, ganz stark, dass es schnell geht, weil es ist sehr wichtig, dass die Spargel noch Biss haben. Wir wollen nachher Spargel auch schmecken. Es ist jetzt aber so, dadurch, dass wir Wasser verwendet haben, Wasser und Wein. Ja, das lag an der Frage beim letzten Live-Tasting, ja, hier Wasser und Wein, das weiß ich noch. Wir haben jetzt Wein reingetan und ist danach noch Alkohol drin? Das verdampft doch. Es verdampft, genau. Also es ist eine kinderfreundliche Maultasche. Genau. Nur der tolle Geschmack bleibt behalten. Ich koche das ganz lang jetzt, oder ganz stark kurz, bis komplette Flüssigkeit ausgedämpft ist. So haben wir nicht so viel Flüssigkeit und Alkohol ist schon auch nicht mehr enthalten. Eigentlich ist das ja schade, ja. Ja. Aber dann müssen wir halt nebenher ein bisschen mehr trinken. Genau, vielleicht wäre es Zeit, sich ein Glas Wein einzuschenken. Das ist ein gutes Stichwort, lieber Antonia. So, was wir natürlich in der Pfanne haben, muss auch ein Glas sein. Unsere Schneider Altenberg Riesling Spätlese, die auch in dem Live-Tasting am 8. Mai mit dabei ist. Und dann würde ich einfach mal sagen, lassen wir es uns schmecken. Einmal für dich, einmal für mich und zum Wohl. Zum Wohl. Danke für deine Einladung hier. Danke, dass ihr da seid. Gerne. Ja, die Schneider Altenberg-Lage passt ja. Wir sind ja ein Schneider und dein Restaurant ist ein Schneid. Erzähl uns doch ein bisschen was
Wie bist du ins schöne Remstal gekommen, ins Schwabenland? Was hat dich hierher geführt und was ist deine Funktion hier in der Kronenschneid? Und genau. Ja, das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Ich bin noch nicht so lange in Deutschland. Ich bin insgesamt 8 Jahre jetzt hier und habe ich in Gastronomie gearbeitet als Küchen und von einer Selbstständigkeit geträumt. Und dann hat sich tatsächlich ergeben, ich habe Krone zu verpachten gefunden am Anfang. Und dann habe ich mich verliebt. Ich habe um einen Besichtigungstermin gebeten und ich durfte von hinten vom Garten reinkommen. Und das war bezaubernd. Ja. Alter Garten, große Bäume. Ich habe noch Haus nicht gesehen und ich habe gewusst, ich möchte hier bleiben. Und dann durfte ich auch Haus anschauen. Ja, es ist ein altes Haus, aber ich liebe sowas. Es ist wie eine lebenslange Aufgabe, daran zu arbeiten. Und dann hat es auch geklappt, dass ich Fach gekriegt habe und dann hat meine Abentur angefangen. Das war sehr, sehr interessant, eine große Abenteuer. Ich war damals noch sehr, sehr jung und unerfahren. Und habe ich Glück gehabt, dass auch richtige Menschen im richtigen Zeitpunkt in mein Leben kamen. Zum Beispiel Geschichte mit Remstal-Kellerei. Ich habe erste Januar, wo ich reinkam, habe ich erste Monat nur renoviert. Und während ich renoviert habe, hat jemand an mein Fenster geklopft. Und das war gerade jemand vom Remstal-Kellerei und hat mir Visitenkarte gegeben und hat gesagt, wenn du gute Weine brauchst. Und dann habe ich gedacht, da muss ich mal reinschauen. Und so hat sich Weinprobe ergeben und so habe ich alle tollen Menschen kennengelernt, die mir auch geholfen haben. Ja. Mein Konzept war von Anfang an klar, ich will nicht viel machen, ich will mich konzentrieren an das Regionale und Selbstgemachte. Ich habe eine Vorliebe für alles, was selbstgemacht ist. Ich gehe auf, wenn ich Sachen selber kreieren darf, wenn ich frische Zutaten benutzen kann und einfach mal ganz bodenständige Gerichte an Menschen bringen, wo meine ganze Leidenschaft dann auch drinsteckt. Und ich habe ohne viel Werbung ganz klein angefangen, was auch gut war, weil ich könnte mich auch dann persönlich entwickeln und wachsen. Und immer mehr habe ich Gäste gehabt, die dann auch kamen und Interesse gehabt haben an so Selbstgemachten. Und heute, 6 Jahre später, bin sehr glücklich, wie breit unsere Kundschaft ist. Bin auch glücklich, wie unser Arbeitsverhältnis gewachsen ist, mit auch in Bremser Kellerei. Es ist nicht nur ein Arbeit, sondern tatsächlich ein mitmenschliches Verhältnis. Man freut sich, jemand hinzukommen und auch unsere gemeinsamen Projekte. Das hat mir auch gefällt jetzt in Corona-Zeit, deswegen habe ich gedacht, irgendwas muss man doch gemeinsam machen. Das freut uns, danke. Ja. Na? Und so geht Marketing und man gewinnt Kunden heute, man klopft ans Fenster und ja, man kommt ins Gespräch und irgendwann 6 Jahre steht man dann hier und es ist doch schön, wie sich alles entwickelt. Ja? Klasse. Und du hast schon zu Hause du kommst aus Kroatien, hast du mir vorhin erzählt, und da hattest du auch schon ein Restaurant oder hast gern gekocht und eine Ausbildung gemacht? Nee, ich habe eigentlich schon seit immer in Gastronomie gearbeitet, weil meine Mutter mich immer gezogen hat. Egal wo sie mitgearbeitet hat, in einem Restaurant, in einem Hotel, da durfte ich schon als kleine Mädchen mitmachen. Und ich habe tatsächlich selber keine Kochausbildung absolviert, aber ich durfte von Anfang an in Gastronomie arbeiten. Und dann habe ich mir viel selber beigebracht und habe ich aber auch tolle Menschen gehabt an meiner Seite, die mich gelehrt haben, die mich nicht nur mitarbeiten lassen, sondern manchmal, ich durfte lernen. Und wo ich nach Deutschland kam, ich bin schon stolz, das zu sagen, ich konnte gar kein Deutsch sprechen, nur Kroatisch und Englisch. Und meine erste Stelle war in Stuttgart als Tellerwäscher. Ich durfte Teller waschen, bis ich nicht Deutsch gelernt habe, ein bisschen. Das war schon dann 2 Wochen später, weil ich habe Tag und Nacht nur an meinem Wörterbuch gesessen und habe ich Deutsch gelernt. Wow, super! Und
Und zwei Wochen später durfte ich dann auch kochen. Aber Vorliebe für Kochen kommt auf jeden Fall von meiner Mutter. Sie hat so viel selber gemacht und sie hat uns als Kinder immer gezogen, mitzumachen. Ja, das war bei uns genauso. Ich habe auch immer mithelfen dürfen. Ne? Und ich koche auch sehr gerne, muss ich gestehen. Ne? Ja. Ist der Wein jetzt verdampft? Er ist verdampft, ich habe schon ausgeschaltet. Schrecklich, der arme Wein. Genau, weil ich nicht mehr da. Nicht, dass wir das genau die Masse jetzt verlieren bei dem Ganzen. Genau, ich würde jetzt dann die Masse einfach mal auf Seite legen, auskühlen lassen, kurz, weil nächster Schritt kommt dann Frischkäse rein. Da braucht man dann schon ein bisschen weniger Temperatur. Tun wir Käse rein, Reibkäse, Ei und dann machen wir Masse. Das geht dann auch ziemlich zügig. Mhm. Wow, genau. Bin gespannt. Und was machen wir jetzt? Ich würde jetzt auf jeden Fall, Wasser schon warm für Hollandaise. Mhm. Ich würde jetzt mal geschwind dann Hollandaise machen. Geschwind die Hollandaise, ja. Ich habe es vorhin erzählt, meine erste Hollandaise habe ich schon hinter mir dieses Jahr. Die war schlecht. Ja, die hat nicht funktioniert, die war sehr wässrig. Die Gäste waren aber trotzdem angetan und haben den Spargel trotzdem mit der sehr wässrigen, was heißt wässrig, sie war halt flüssig, ja, Hollandaise. Mhm. Ich habe das allzu wenig geschlagen, ja, das steckt ja dahinter. Aber es gibt ja so viele schöne, fantastische Rezepte rund um die Sauce Hollandaise und klar, einfach so ein paar Tricks, die man beachten muss, ja, es darf nicht zu heiß sein, ja, sonst flockt das Ei, etc. Aber da bin ich jetzt echt mal gespannt, vom Profi zu lernen, Antonia. Ja, ich liebe Hollandaise, aber als allerwichtigste bei Hollandaise finde ich Reduktion. Ich bitte jetzt Johannes, um mir ein vorbereitetes Brett zu geben. Da sind meine Zutaten, aus welchen ich Hollandaise mache. Und dieses kleine Glas ist das Allerwichtigste. Ich mache das einfach so, jetzt in Corona-Zeit, wo Krone zu hat, mache ich kleinere Mengen. In Zeit, wo Restaurant offen hat, dann koche ich 10 Liter Topf. Und dann nehme ich einfach Schalotten, tue die dünsten, ganz langsam dünsten, auf ein bisschen Öl. Ich nehme Sonnenblumenöl, weil es ziemlich neutral ist. Dünste ich Schalotten und dann zerdrücke ich ganz viel Pfefferkörner. Ich zerdrücke sie und ich würde jetzt sagen, auf Handvoll vom Schalotten nehme ich auf jeden Fall 2 Esslöffel von Pfeffer und auch so ja, Handvoll vom Lorbeer. Mhm. Dünste ich alles mit. Und dann lösche ich es ab mit, darf ich gar nicht sagen, aber mit eurem guten Chardonnay. Es ist okay. Man braucht einen guten Wein zum guten Essen. Das sage ich auch immer. Aber manchmal habe ich schlechte Gewissen, weil ich denke, oh, der gute Wein. Aber wirklich. Und dann habe ich ungefähr jetzt bei meinem Topf hier im Haushalt war das dann ca. 1 Liter. Ich habe dann Hälfte Chardonnay und Hälfte Wasser genommen. Wenn man Spargel vorhat, kann man auch den benutzen statt Wasser, aber es ist Anfang von Saison, bevor man überhaupt Spargel kocht. Und dann habe ich Wasser und lasse ich reduzieren bis zum Hälfte. Mhm. Und dann habe ich so eine Flüssigkeit, die ich im Kühlschrank komplette Spargelsaison auch aufbewahren kann. Das riecht fantastisch, wow. Genau, da ist schon auch kein Alkohol mehr drin. Oh, schon ja, wieder. Schade. Genau. Ja. Und dann, wenn ich das dann vorbereite, dann nehme ich erstmal Eigelbe. Die würde ich gleich schwingen. Ich hoffe, ihr habt alle einen Stift und ein Blatt Papier zur Hand, ja, und notiert kräftig zu Hause, weil das sind hier wirklich richtig, richtig schöne Rezeptideen, die uns die Antonia hier zur Verfügung stellt. Nicht schlecht. Mein Glas wird auch immer leerer, aber das ist ja nicht schlimm. Ich habe ja auch viel zu tun heute. Ja, genau. Ansonsten einfach fragen. Ich habe dieses Glück, dass ich ganz gut mit meinen Gästen kommunizieren kann. Sie sind meistens neugierig, die fragen immer, wie ich was mache. Und ich teile auch meine Rezepte sehr gerne mit meinen Gästen. Das ist gar kein Problem. Das ist schön. Ich trenne jetzt dann die Eiweiß. Die kommen dann nicht im Hollandaise. Mhm. Ich tue dann später
entweder Nudelteig daraus machen oder halt Kuchen backen, dann freut sich mein Mann, wenn ich zu viel Eiweiß habe. Oder man könnte auch jetzt zu Spargel auch Kräuterfläschchen machen. Da braucht man dann nicht zu viel von Eigelb, da ist wichtig Eiweiß als Kleber. Und aus dem Grund kann man dann auch die Eiweiß nehmen, um Fläschchen zu machen. Ja, das ist ein gutes Stichwort, das habe ich zu Ostern gemacht. Ich habe Fläschchen gemacht mit Spargel und Kartoffeln, kam tatsächlich auch noch dazu. Ja. Nee, stimmt gar nicht, das war zum Hauptgang, zum Lamm dann. Aber die Fläte dann auch mit Bärlauch. Und das ist jetzt auch gerade die Saison, die Bärlauchsaison. Man sieht die Menschen in den im Wald herumirren und sammeln. Und das ist so fantastisch. Das finde ich so schön, wenn man sich so die Natur von draußen so ein bisschen in die Küche holt. Aber es ist ja ein sehr schwieriges, es ist schwierig, ja, diese Bärlauchgeschichte. Nicht, dass es Gänseblümchen sind. Ja, ja, ich habe dieses Glück, dass meine liebe Schwiegermutter einfach Bärlauch im Garten hat. Ach, und ich darf immer am Samstag war ich bei ihr und habe ich mich da mit Bärlauch bedient. Das war ganz nett. Danke. Salz, ich mache auf C4 Eigelbe, habe ich 50 ml von meiner Reduktion reingegeben und mache ich einfach mal so einen halben Teelöffel vom Salz. Kann man immer nachsalzen. Lieber einfach weniger. Ich habe Reduktion aber nicht gesalzen. Das lässt mir dann diese Freiheit, dass ich später einfach salzfreier dosieren kann, als wenn ich es am Anfang schon gesalzen hätte. Und dann tue ich ungefähr einen Esslöffel vom Zitronensaft, frisch ausgepresst, wichtig. Das reicht von Säure, weil unsere Reduktion hat dann schon einen gewissen Säureanteil durch den Wein, der mitgekocht war. Der Chardonnay, ja, ich erinnere mich. Genau, der ist trocken, deswegen dann nicht zu viel. So, ein bisschen Pfeffer. Und dann schauen wir mal, was unsere Wasser... Ja, die ist heiß. Das ist jetzt ganz wichtig, dass Wasser nicht zu heiß ist, weil Eigelb stockt dann ab 70, 80 Grad stockte. Das heißt, ich habe Wasser jetzt nicht kochend. Ich habe sie jetzt ungefähr bei 80 Grad und mag sie auch nicht höher haben. Und ich drehe jetzt meinen ganz, ganz niedrig, weil wenn ich es zudecke, dann habe ich mehr Hitze. Mhm. Und immer wieder mal hebe ich es hoch, einmal um Dampf rauszulassen, um nicht zu heiß zu haben. Einfach mal schaumig schlagen. Dieser Vorgang dauert dann nicht länger als 4 Minuten, wenn man das wirklich im Gelenk hat. Ja, das geht definitiv aufs Gelenk, die Hollandaise. Also, ja. Was sagst du, wenn man, kann man sich da auch so diesen Rührstab oder was steht da dagegen? Ich habe es tatsächlich, ich habe auch einen Helfer jetzt in meiner Großküche, der mir hilft. Hier ist kein Problem. Wichtig sind die Zutaten und einfach mal, dass man es selber macht. Und jetzt hier ein Rührgerät wäre auch gar kein Problem. Wenn ich jetzt für uns zwei es mache, dann mache ich es auch von Hand. Früher, erste Jahre in der Krone, habe ich jetzt tatsächlich jedes einzelne von Hand geschlagen. Wow. Und in meinem à la carte Betrieb, das war sehr, sehr, sehr stressig. Ja, glaube ich, ja. Ja, aber ich habe es gemacht. Heute habe ich einen Küchenhelfer, der mir hilft, dann auch den Hollandaise aufzuschlagen. Weil bei dem Portionenanzahl, die ich täglich dann mache in der Krone, ist dann auch sinnvoll. Aber zu Hause so für zwei Personen, da kann man mal Handarbeit walten lassen, ja. So, ich und weißt du, was ich toll finde? Ich finde es super, wenn man es dann gemacht hat. Ich bin stolz beim Essen. Und das nach man auch im Hand wieder mal wehtut. Heute brauche ich schon kein Fitness. Zumindest nicht am rechten Arm, ja. Genau. Hier ja, das sieht auch schon super aus. Also. Klasse, schon sehr schaumig. Ja. Wow. Es wird immer mehr, weil wenn das
diese Eimasse dann ab 65 Grad Temperatur hat, dann fängt auch das Ei schon zu emulgieren. Dann wird es schon cremig. Und es ist wichtig, dass wir unsere Creme nicht nur schaumig, sondern leicht cremig. Man sieht es am Schnellbesen. Man kann dann sehen, wie es einfach mal handbewegend sichtbar ist. Dann ist es so flüssig. Und wenn es so ist, dann kann man aufhören. Manche sagen im Acht. Ich habe das noch nicht für mich so entdeckt. Ich mache einfach spontan. Wir hatten auch bei uns im Studium schon so eine Art Challenge. Ja? Da haben wir mit den Studienkollegen natürlich auch einen Spargel gemacht. Die haben immer gern und gut gegessen. Wir waren so irgendwie in den Kochklicke. Ja? Und da gab es dann auch so eine Sauce Hollandaise Challenge. Also die Jungs, die haben sich dann meistens an den Herd gestellt und haben da den Schneebesen schwingen lassen. Ganz, ganz wichtig, Entschuldigung. Macht gar nichts. Ja? Butter zu schmelzen nebenher. Das sind die Arbeitsschritte, die ich vorher erwähnt habe. Man sollte es nebenher Sachen machen, das heißt Butter leicht schmelzen, nicht zu heiß werden lassen, aber ungefähr bis das geschmolzen ist, ist auch unsere Creme geschlagen. Okay, genau. Ja, das ist deine Geschichte. Die war eigentlich schon vorbei. Ja. Also wie gesagt, die Studienkollegen, die hatten immer ganz viel Spaß, die Sauce Hollandaise zu schlagen. Ja. Die haben sich dann immer abgewechselt, die Jungs. Und ich muss sagen, die war immer ganz fantastisch, die Sauce Hollandaise. Ja. Ich habe eine interessante Geschichte. In meine erste Jahre ohne Küchenmaschine habe ich das alles von Hand gemacht. Und die große Menge, man muss es lang machen und dann Butter langsam reingießen. Und ich mag es innerlich zu sein und dann habe ich mir auf Decke einen Faden gezogen, habe ich eine Flasche, Wasserflasche mit Schnapsdosierer umgedreht, oben aufgehängt. Nein. Über den Topf und dann habe ich geschlagen und mein Butter ist reingedrückt. Das geht auch wieder so. Nicht schlecht. Ja, man muss erfinderisch sein, ja, definitiv. Man ja. Ja, das ist, so geht es mir aber auch oft in der Küche. Da fehlt irgendwie noch eine Hand. Ja? Also zwei Hände, da müssen wir dankbar für sein, um Gottes Willen. Ja? Aber so manchmal noch so eine Hand. Aber dafür sind ja unsere Männer dann da. Ja? Wenn sie dann uns wohlgesonnen sind und mal ein bisschen helfen, das ist ja dann nicht schlimm. Ja, bei meinem Johannes, das ist so, wenn er dann noch dazu was probieren darf, dann ist nie ein Problem, mitzuhelfen. Aber das Probieren ist immer wichtig. Ja, man muss ja auch belohnt werden, das ist ganz genau. Wichtig. Da gibt es eine ganz interessante Geschichte. Ich liebe Sachen zu kosten, zu probieren. Und meine Servicekräfte, meine liebe Daniela, sie macht immer Witz, wenn sie Besteck poliert, weil wir haben zweierlei Besteck, eins ist Küchenbesteck und eins ist so einfach für Gäste. Und beim Polieren dann sagt sie, du warst heute wieder dein bester Gast, weil so viele Probiererlöffel drin sind. Ja, man muss ja auch probieren, was man so verursacht, ja. Ich probiere manchmal zu wenig. Ich sollte mehr probieren. Ja. Irgendwie sagt mein Freund immer zu mir, Schatz, du kochst so gut, ja, aber probier doch vorher nochmal. Dann ist es noch besser. Okay. Noch ein bisschen jetzt. Du kannst jetzt sehen, wie das einfach mal schön schaumig wird. Das ist keine Flüssigkeit mehr. Das ist eine ganz feine eingedickte Masse und das ist auch jetzt einer von Seiten, wo ich das langsam aufhören kann. Mein Butter, der kam schon später in den Topf. Koch das Wasser und dann schalten wir den aus. Du kannst mir auch gerne sagen, wenn ich dir was helfen kann. Also gerade die Butter rein. Ja, das kannst du machen. Ich schmelze den geschwind und das wäre echt nett von dir, wenn du mir hilfst. Sehr gerne. Ich bin da immer gern aktiv dabei. Ja.
Ei fängt an zu stocken unten. Mhm. Oh wow, die ist wirklich richtig gut. Genau. Und ich schläge es nochmal weg vom Feuer, weil es schwitzt jetzt unsere Schüssel hat schon Temperatur. Ja. Und wenn ich das einmal hier hinstelle, kann man unten ein bisschen was anheften an der an Schüssel. Deswegen noch ein bisschen umrühren. Wir haben es dann geschafft. Und dann nehme ich auf jeden Fall einen feuchten Tuch. Ich helfe dann, dass unsere Schüssel später dann auch am Platz bleibt. Unsere Butter ist geschmolzen. Ich liebe es, wenn er so fein und so heiß ist. Mhm. Man könnte auch Nussbutter machen. Ich könnte den Butter davor erstmal länger auf den Herd stellen, dass er sich Molke dann auch trennt und einen dunkleren Butter, dann wäre auch natürlich ganz anderer Geschmack vom Hollandaise. Aber da kann man ganz, ganz viel spielen. Man könnte auch Kräuter rein tun. Da sind die Möglichkeiten ganz groß. Ja, das liest man auch immer mal wieder, ja, dass man die Molke trennen sollte, aber dann habe ich wiederum gelesen, ist gar nicht so. Was ja, stimmt denn jetzt? Beide ist möglich, würde ich sagen. Ein bisschen leichter und sicherer ist es ohne Molke, aber ich habe für mich entdeckt, wenn ich das so mache, dass es nicht zu heiß ist und die Molke noch verbunden bleibt, einfach mal in ganz dünnem Strahl. Diese Vorgang soll dann auch 4 Minuten lang auch dauern. Genau, perfekt. Und wichtig ist, so viel reinzugießen, wie viel meine Schneebesen verarbeiten kann. Wenn man merkt, oh, da bleibt was vom Bett oben, dann muss man auch reinzugießen und einmal noch besser schlagen. Oh, meine Mama wäre stolz auf mich. Hier hält. Ja, jetzt sieht man auch schon wieder, das war jetzt ein bisschen zu viel, ja, das hätten wir oben. Genau. Jetzt hast du es verarbeitet. Wie geht's mit dem Arm? Ja, es geht. Das ist nicht mehr so ein Training, ne? Ich sage jetzt, lohnt sich für den Geschmack, lohnt sich auch ein bisschen Armschmerzen zu haben. Ja, das stimmt. Ich habe jetzt hier eine nicht so fettige Variante. Ich habe jetzt auch diese 4 Eigelb, dann 125 Gramm von Butter. Es gibt auch Rezepte, die da 250 Gramm Butter dazugeben. Mir persönlich reicht es mit 125 Gramm. Mhm. 4 Eigelbe, 50 Milliliter, dann kommt meine Reduktion und 125 Gramm Butter und eine Esslöffel Zitronensaft. So ist mein liebster Hollandaise-Rezept. Wie lange hast du für dein Hollandaise-Rezept gebraucht, für dein perfektes Hollandaise-Rezept? Ach, schon eine Spargelsaison. Eine Spargelsaison? Das geht, ja. Ich glaube, da gibt es bestimmt welche, die tun da jahrelang drin rumtüfteln. Ja, weißt du, ich bin manchmal ganz komisch, wenn ich etwas entdecke, was ich gerne perfekt machen möchte oder für mich das Optimale ist, dann höre ich nicht auf mit Machen, bis ich das einfach wieder hingekriegt habe. Nur mit meinen Apfelkuchen, auch mit Maultaschen. Mhm. Das steckt immer ganz viele Tage hinterher und ich mache es, bis ich nicht zufrieden bin. Wenn ich zufrieden bin, dann schalte ich den Rezept auf und dann kann ich auch nicht mehr machen. Aber Johannes weiß, wie das geht. Wenn ich was lernen will, wie vor kurzem habe ich ein Rezept, einen Käse-Mohnkuchen einfach mal selber kreieren wollen. Mhm. Da
haben wir mehrere Wochen hintereinander nur Käse und Kuchen. Du, das ist ganz schrecklich. Falls du da mal Hilfe brauchst, ruf mich an. Ich mache vor Langeweile so viel Sport, ich kann auch mal einen Käsemohnkuchen essen. Ja, meine Nachbarn, die waren auch dankbar. Dass ja, das glaube ich. Gibt es in Kroatien auch so diese Spargelsaison? Hat man das so? Oder ist es seit neuem. Solange ich in Kroatien gewohnt habe, das gab es gar nicht. Aber meine Mutter sagt auch immer mehr, auf dem Markt gibt es den und auch Hollandaise. Aber das ist jetzt ein neues Produkt in Kroatien. Neue Rennen, würde ich sagen. Ja. Was halt gar nicht gibt in Kroatien, was für mich echt Neuland war, das ist auf jeden Fall die Maultaschen. Ich habe Maultaschen erstes Mal in meinem Leben in Deutschland gemacht, wo mir die Küchenleitung angeboten war im Koop. Da habe ich zu meinem Chef gesagt, ja, aber nur wenn ich alles selber machen darf, sonst nehme ich die Stelle nicht an. Ja, sehr gut. Ja. Man muss sagen, was man möchte. Ja, weil ich habe im Hinterkopf gehabt, ich möchte selbstständig sein und dann möchte ich, dass Menschen schon das Gute von mir denken. Ja. Und er hat es erlaubt. Und dann habe ich Probleme gehabt. Dann ist, wo kriege ich jetzt Rezepte her? Und das war ein Verein und ich habe mal einfach mal, so wie ich bin, gesagt, Leute, wie macht man Maultaschen heute? Dann haben sie mir das Rezept aufbraten. Das war so eine Geschichte. Ich habe gesagt, ich möchte selber Bratenkuchen aus Knochen machen. Dann haben die mir das alles gesagt, wie das geht. Meine erste Bratensoße. Das war so fad. Das war so einfach mal leicht, weil ich habe mich nicht getraut, Knochen anzubraten. Mein zweiten war bitter, weil ich habe mir zu viel getraut. Und da gibt es aber gar nicht so viel. Mit Maultaschen hat es schneller geklappt. Da habe ich die Maultaschen gemacht und der Verein saß am Tisch. Daumen hoch. Jawohl. Das war ein Sinn. Genau. Ja, an Maultaschen kommt man nicht vorbei. Also wenn man hier im Remstal aufwächst oder dazu kommt oder was auch immer oder sich darüber informiert, Maultaschen, das ist des Schwaben wie der Trollinger, ja. Also Maultaschen und Trollinger. Und das ist, ich denke, eine Kunst, die auch selber zu machen. Ich habe die auch mit wie vielen Jahren? Ich glaube, 13 habe ich auch die erste Mal Maultaschen gemacht. Ja. Mhm. Oh, das sieht jetzt super aus. Jetzt sind wir fertig, oder? Mit der Sauce Hollandaise. Genau. Wow. Jetzt können wir weiter mit Maultaschen machen. Ich lasse ein bisschen beiseite jetzt. Mhm. Warte mal, aber du hast noch nicht probiert. Wir wissen schnell. Gar nicht. Wir wissen gar nicht, wie es schmeckt. Antonia, was soll ich sagen? Ein Traum. Dankeschön. Ein Träumchen. Und die Masse ist so schön fluffig und schaumig. Ja. Nicht schlecht. Mit deiner Hilfe. Mit meiner Hilfe, ja. Ich stelle es beiseite, nicht auf die Pfanne. Genau. Und dann, ich habe jetzt einfach mit Absicht gleiche Pfanne genommen. Ich sage, wir sind heute in meiner Privatküche, nicht in meiner Großküche. Dann darf auch gekocht sein wie zu Hause. Und zu Hause ist wichtig, umso weniger wie möglich Geschirr zu produzieren. Mhm. Deswegen machen wir dann alles in gleicher Pfanne. Danke dir. Dann nehme ich jetzt einen Löffel. Ich tue erstmal Frischkäse. Ich benutze den Doppeltran. Ein paar Kalorien extra. Jawohl. Aber das schmeckt dann. Das schmeckt halt besser. Ich habe es ja gerade gesagt, wenn man draußen unterwegs ist, spazieren geht oder so. Ich bin mit meiner Hündin oft und auch unterwegs. Die ist übrigens aus Griechenland, meine Hündin. Ist auch aus dem Tierschutz, wie deine Süße hier im Eingang. Und es wird ja gerade so viel Sport getrieben draußen. Ja, nur Jogger und Spaziergänger, ist ja fantastisch, wie viel sich jetzt draußen an der frischen Luft so aktiv bewegen. Und dann kann man auch mal die Doppelrahmstufe nehmen. Ja. Genau. Und Hollandaise dazu. Und die Hollandaise natürlich. Oh, da freue ich mich schon drauf, die zu probieren. Ja. Und einfach mal so verrührt. Ich habe
Beim Spargel, wichtig zu sagen, ich habe jetzt Spitzen weggeschnitten, weil die müssen dann unbedingt nicht in Mauter schon reingehen. Mhm. Dadurch, dass ich die Dampfgare, dann tue ich einfach mal Spitzen dann dazu Dampfgaren und serviere obendrauf auf die Maultaschen. Perfekt. Das wäre das Feinste dann. Wow, habt ihr euch das gemerkt? Das ist ja, ich finde, das ist richtig gut. Ja? Gerade die Spitzen, die sind ja so das Leckerste, das Schmackhafteste an der ganzen Maultasche und dann noch mit dazu. Ein schönes Topping, würde ich mal sagen. Und dann Bergkäse. Gute Qualität sollte sein. Würzig. Nicht zu viel, weil sonst übertont er mit dem Geschmack unsere feinen Spargel. Aber ich mag einfach ein bisschen Würze drin zu haben. Wenn jemand sagt, nee, mir ist es zu würzig, kann man auch rauslassen, dann ist es halt rein Spargelgeschmack. Aber ich finde auch ein bisschen so Bums und Charakter muss haben. Es ist bei mir beim Essen oder bei meinen Rezepten auch sehr wichtig, dass alle mindestens so viel Temperament haben wie ich. Sehr gut. Das ist doch ein gutes Ziel, ja. Und ich denke, du hast so ein schönes, offenes Temperament und so eine, ja, sagen wir, spritzige Art, ja, wie der Riesling. Da kann sich jedes Gericht nur freuen, das von dir gekocht wird, ja. Und dann auch letztendlich der, der es isst. Genau. Ja. Ein Ei. Ja, ich finde, für mich ist Kochen Spaß und Liebe. Es ist Kreativität. Ich brauche jetzt keinen kreativen Hobby daneben, weil ich das auch in meinem Beruf habe. Wir haben so eine kleine Größe von unserer Wirtschaft. Wir haben hier drin 45 Plätze und draußen im Biergarten höchstens 60 Plätze. Und das ist noch eine Größe, wo ich mich in die Küche hinstellen kann, was zaubern kann und an Gäste bringen. Ich muss nicht immer ganz große Mengen machen, sondern auch kleinere. Und wir sind hier in Weinstadt und du hast gefragt, warum Weinstadt, warum Schneid? Allerwichtigste zu sagen, warum Weinstadt und warum Schneid, ist, ich liebe Mentalität hier. Wir haben hier ganz besondere Mentalität von Menschen. Ja, die sind nicht am ersten offen, wenn die dich im Herz nehmen, dann lassen die dich auch authentisch sein. Ich liebe, dass meine Gäste kommen mit offenem Herzen und mich lassen kochen und die genießen es. Weil meistens funktioniert es so am besten, wenn ich meine Idee umsetzen darf und die dann auch das kosten dürfen. Ja. Das ist mein Glück. Sehr schön gesagt. Wow. Jetzt Paniermehl, das habe ich jetzt nicht abgewogen, das mache ich einfach nach dem Bedarf. Manchmal lassen Spargel mehr Wasser, manchmal weniger, manchmal trinkt man mehr Wein selber und weniger zum Spargel. Warte mal mit mir beim Wein sind. Ja, genau. Prost. Guck, ich bin schon leer. Ich habe auch nicht so viel gearbeitet wie du. Das tut einfach gut. Und dann einfach mal ein bisschen drüber umrühren und schauen. Natürlich, wenn Sie jetzt Massen ablegen auf Seite, dann wird man ein bisschen weniger tun, weil das Paniermehl quellt und saugt sich Feuchtigkeit. Aber noch ein bisschen würde ich machen. Es muss kompakt sein, muss sich einfach mal verteilen lassen, aber nicht zu weich sein, sonst sind die Mautaschen nachher zu weich. Wir wollen die heute einfach geschmelzt servieren, aber wenn die eine festere Konsistenz von Füllung haben, dann können wir die auch einfach mal anrösten, weil das mögen die Leute hier, haben geröstete Maultaschen. Es gibt ja so viele verschiedene Variationen auch aus der Maultasche, ja, geröstet im Sud, verarbeitet in einem Gericht da, mit Nudeln, mit Ei, also da kann man wirklich viel draus machen, ja. Das ist wie unser Zweigelt. Ja, da kann man auch alles machen. Da macht man Rosé draus, da machen wir einen Top-Rotwein draus, Insekt, ein Allround-Talent. Bratensauce. Ja. Tatsächlich, ich tue eure Zweigel in meine Bratensauce rein tun und das ist echt viel davon, weil wir braten unsere Knochen ganz scharf und dann löschen wir das alles mit dem guten Zweigel. Ja, deswegen ist unsere Bratensauce so gut, weil kein schlechtes Wein drin ist. Sehr gut. Wir probieren. Ich habe jetzt momentan nur Zwiebel leicht gesalzen und ich salze mit Absicht nichts danach, bis nicht mein Bergkäse und Frischkäse drin sind, weil die haben auch Würze mit sich. Und dann probiere ich jetzt und dann kann ich
noch nachsalzen, wenn es notwendig ist. Mhm. Mhm. Das würde ich jetzt schon so essen. Mhm. Und du merkst, wir haben noch einen Knacks. Mhm. Spargel sind nicht übergart. Ja. Die merkt man von Konsistenz. Mhm. Die werden noch dampfgegart, die werden noch ein bisschen weicher werden. Mhm. Aber wenn die jetzt hier schon verkocht sind, dann ist nachher eine Matschpampe. Und das wollen wir bei Spargel nicht machen. Die sind uns zu wertvoll. Mhm. Okay. Genau. Danke. Bitte. Und Maße so wie die jetzt ist, kann man dann auch gleich einfüllen. Schauen wir, wie ich jetzt in den Pack. Wir haben nur einen Topf schmutzig gemacht. Das ist ziemlich wichtig, finde ich. Ja, das ist letztendlich für die Spüler wirklich ein wichtiges Thema. Ich bin da auch immer gern eher minimalistischer und mache nicht die halbe Küche, versetze sie in den dritten Weltkrieg, ja, sondern versuche echt so wenig wie möglich dreckig zu machen und viel nebenher aufzuräumen. Ja, genau. Also das ist für mich das Schlimmste, wenn ich dann alle möglichen Sachen rumstehen habe und dann nicht mehr richtig agieren. Das blockiert mich beim Kochen. So ist es. Darf ich dich bitten, ja, einfach mal hier neben dem Freddy mit dem Bett reintun. Genau, nur hier, genau. Ah ja, okay, genau. Gerne. Danke. Ja, sehr gerne, damit ich auch mal was mache. Du hast gesagt, ich soll dir sagen, wenn du mir was helfen kannst. Sehr gerne, einfach machen, genau. Ich habe ein bisschen Zeit gebraucht, um warm zu werden, aber dann fange ich jetzt mit der Aufgabenaufteilung. Jetzt geht's los. Ich bin bereit. Ich hole jetzt meinen Nudelteig raus. Ich habe das Glück, dass ich hier regional auch meinen Nudelteig beziehen kann. Deswegen mache ich ihn nicht selber. Es ist immer so, wenn ich irgendwo gute Produkte sehe, dann kann ich mich auch verlassen und dann auch die nehmen. Weil so einen Nudelteig selber zu machen, in diesen Mengen, was ich brauche, ist einfach mal sehr aufwendig. Aber ich habe tolle Quelle hier in Weinstadt, die das für mich liebevoll macht. Deswegen, warum nicht? Perfekt, ja, das sind immer gute Quellen, muss man haben. Und du hast ja auch ein Rezept geschrieben, wenn man Nudelteig kauft und wartet, bis er warm wird, kann man ein Glas Riesling trinken. Genau, das darf man nicht vergessen, jetzt ein Glas Riesling oder einen Schluck Riesling zu nehmen. Genau, ganz wichtig. Ich freue mich, den auch schon vorzustellen bei unserem Tasting am 8. Mai. Das ist einfach Riesling, ist so die Königin der Weißweine auch bei uns. So im Remstal eine ganz, ganz wichtige Rebsorte und ganz viel auch angebaut, häufig angebaut und ja, auch ein Allround-Talent. Man kann so viel draus machen. Mhm. Man findet sie überall auf der Welt, den Riesling. Ich habe den schon ja, an vielen Orten probiert, okay, aber natürlich ist er hier am besten. Klar. Ja. In dem Fall ja auch eine Spätlese. Wir haben ja auch die natürliche Restsüße, die drin ist. Und Spätlese bedeutet ja auch etwas später gelesen. Mhm. Ja, und deshalb etwas kräftiger auch vom Geschmack. Und ja, da lässt man auch gerne mal die natürliche Süße, weil das steht nur Spätlese auch gut. Da ist eine Korrespondenz zu dem Kräftigen, was er hat. Mhm. So, meine Masse ist verteilt. Mhm. Von Nudelteig, die wir wirklich brauchen, wird sich ergeben von Masse. Jetzt habe ich meine Spachtel, ist doch von unten, die hat schon viel erlebt mit mir. Ich habe es gerade gesehen, ja, die hat schon viel durchmachen müssen. Aber das muss so sein, weißt du, dann weißt du auch, dass damit gearbeitet wird. Ne? Genau. Wäre ja schlimm, wenn alles super fein ist wie neu seit dem ersten Tag, weil dann wird es nicht genutzt. Nee. Und jeder hat so einen Lieblingsteil, der manchmal ganz gut im Hand liegt und das ist meine Spachtel. Einfach dünn auftragen. Wenn es zu dick ist, ist später nachher zu teilen. Das wird ihr dann sehen. Ich liebe es. Ich durfte mir dieses System dann auch selber irgendwie einzuarbeiten und ja, am Anfang hat ganz lang gebraucht. Heute brauche ich um 150 Stück 2 Stunden zu machen. Und das geht so flott. Und früher habe ich wirklich den ganzen Nachmittag gebraucht, um das zu machen. Und mit Zeit hat die Technik auch entwickelt. Das ist sehr schön. Ja. Und man kann auch gut vorarbeiten. Ne? Man kann sich morgens schon irgendwie die Masse machen und die dann erstmal ruhen. Und genau, dann kann man irgendwann weiter
fortsetzen, wenn man Zeit hat, oder? Ja, ja, so ist es. Ich bin so ein Spätzle-Schaber. Das muss ich auch lernen hier, Spätzle zu schaben. Ja, das glaube ich dir. Kann ich immer noch nicht. Sorry. Oh, ich musste es lernen. Ich habe jetzt getrennt. Was ich jetzt brauche, ist ein Pinsel und ein bisschen Wasser. Mhm. Man könnte aber auch den Eiweiß dazu nehmen, dem Eiweiß, den wir jetzt übrig haben. Aber ich nehme nur ein bisschen Wasser, um das Teig feucht zu machen, sodass es nachher auch klebt. Genau, ich trenne den restlichen Nudelteig. Und dann, ich tue meine Maultaschen tatsächlich rollen. Mhm. Ich nehme erste, roll es auf. Die kann man ja auch, ja, die gibt es einfach in viele Variationen. Warum hast du dich fürs Rollen entschieden? Es macht mir Spaß, wenn die fertig sind, aufgeschnitten sind und man diese Schnecke dann drin sieht. Und sind leichter zu anbraten, sind sie auch fester. Mhm. Genau. Und dann nur noch ein letztes Mal. Umdrehen. Bitte immer wieder mal an. Und jetzt dann trenne ich es immer, egal wie viele ich mache, immer mit meinen Händen. Mhm. Weil so habe ich dann Gefühl für die Masse. Weil man schiebt mit Händen dann Masse links und rechts, mhm, und dann kann ich jetzt einfach mal mit Gefühl sie runterdrücken. Mhm. Und portionieren. Schauen wir jetzt, die ist größer, dann machen wir so. Ich habe die gut gefühlt, die sind ganz groß. Die sehen fantastisch aus, süßes Bäuchlein. Und dann nutze ich auch Teigschaber, auch um die zu trennen. Aha. Warum kein Messer? Weil der Schaber ist nicht scharf und der drückt sie noch zusammen. Und dann haben wir fast zusammengeklebte Ecken. Das heißt, dass die dann auch nicht so arg aufgehen. Perfekt. Genau. Das sind dann meine Maul, das ist schon in ausgewöhnlicher kleiner Menge. Die genau. Aber das können Sie jetzt sehen. Das sind jetzt, man könnte auch kleiner machen, man könnte weniger füllen, mhm, und dann auch mehr bekommen. Die sind jetzt ziemlich groß. Ich würde sagen, so mit Kartoffel und Salat dazu vielleicht eine pro Person würde dann auch reichen. Mhm. Aber wenn man ein paar mehr haben würde, auch mal. Ich würde die jetzt, so wie die sind, dann auch dämpfen. Ja. Oder halt, wie gesagt, in den Topf mit bisschen Wasser, Deckel zu und garen. Mhm. Dann gehen sie nicht auseinander. Mhm. Weil ich habe zum Beispiel keinen Dampfgarer, mhm, zu Hause, also müsste ich das dann mit der mit der Pfannvariation machen. Ja, aber das ist genau super. Ja, und lässt sich auch so gut wie jetzt ich mit der Rolodex, nur einen größeren Topf zum Beispiel und so einen Dampf- oder Siebaufsatz, mhm, da kann man sie dann auch mit Deckel zu dann auch dämpfen. Es, mhm, gibt verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Genau. Ich habe die noch nie in ganz viel Wasser gekocht, ich weiß es nicht, wie die rauskommen würden, aber lieber dämpfen. Ja. Oder halt so einfach mal Topf oder geht auch Backblech mit bisschen Wasser, Folie drüber, im Backofen 20, 25 Minuten, ja, ist auch fertig. Okay, ja, wenn man dann mehrere machen möchte, okay, auch gut, ja. Genau. Perfekt. Gut. Super. Dann stelle ich die auf die Seite. Da könnte mir Johannes helfen, der hat mein Backblech, oder da? Dann geht es in den Dampfgarer. Vielen Dank. Super. Ich freue mich schon. Also das sieht jetzt schon fantastisch aus, diese Maultaschen. Danke dir. Sehr gerne. So, alles. Oh, no. Ich übergebe dann an Johannes, der bringt das ganz nett in die Computer. Ja,
Ja, das ist schön, dass wir das hier in deiner privaten Küche machen können, weil da hat dann wirklich unsere Zuschauer dann nochmal so die, ja, so diese genaue zusammen, ja, wie sie das zu Hause auch machen können in ihrer eigenen Küche und aber deine, sagen wir mal, professionellen Maschinerien für die Küche hast du ja dann unten in deiner Küche, genau, und du renovierst gerade auch ein bisschen, das heißt, wenn ihr hoffentlich bald wieder aufmachen könnt, dann haben wir dann auch eine neue erstrahlte Krone. Genau. Schön. Ja, wir nutzen diese Zeiten auch, ein bisschen mit Umbau voranzukommen und ja, einfach mal aktiv zu sein in dieser Zeit, muss man auch. Oh, muss es nützen. Genau. Ja. Was machen wir jetzt? Du, ich habe tatsächlich ein paar Mauter schon bevor ihr kamt, fertig gekocht. Dass wir jetzt hier nicht 20 Minuten lang warten müssen, bis die Mauter schon gekocht sind. Dann hole ich die Mauter schon, wasche ich mal meine Pfanne geschwiffen, die wir dann brauchen, um Mauter schon warm zu machen. Perfekt, ja. Und dann richten wir uns einen Teller. Und probieren, ob die Mauter schon schmecken. Oh wow, das klingt ja sehr gut. Nach getaner Arbeit muss man natürlich auch probieren, was man so kompliziert hat. Ja. Genau. So, unsere Mautaschen, die sind jetzt fertig gegart. Wir haben fleißige Helfer gehabt, die uns schon die Kartoffeln vorgepellt haben. Und jetzt wollen wir euch noch geschwind mit in das Salatdressing-Schichtle mit reinnehmen, weil es auch was Grünes geben soll zu unserem Maultäschler. Genau, ich finde es immer wichtig, man denkt immer, Salatsauce ist schwer selber zu machen, aber es geht ganz, ganz einfach. Und wie ich das mache, auf kleinere Menge, zeige ich jetzt. Meistens mache ich dann so ein Glas, die dann bei mir im Kühlschrank ein bis zwei Wochen privat so stehen könnte. Perfekt. Und man muss es nicht jeden Tag machen aus Neuem, sondern einfach mal, ich ungefähr jetzt, das sind die Oma-Rezepte halt ungefähr. Ja, das kenne ich auch immer. Ich mache halt davon, was ich mache. Ich koche auch immer viel aus Gefühl und ich sehe, wie sieht die Masse dann aus, wie riecht es, ja, ist es flüssig oder wird es fest, und wie möchte ich es haben heute. Ja, das ist genau. Gefühl, finde ich nicht schlimm. Das ist jetzt, ihr könnt es nicht verstehen, das ist Akazienhonig. Ich hole mir jedes Jahr 100 Kilo aus Garten für meine Eltern und das ist meine wertvollste Zutat. Alles wird mit dem Honig gesüßt, auch Salatsoßen und alles bei uns. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Dann haben wir Senf. Was ich halt wichtig finde, dass bei einem Salatsoße trennt sich oft Fett. Ich habe das für mich irgendwie gesehen, dass wenn ich Honig, Senf und Olivenöl zusammen vermische und natürlich Gewürze, ungefähr gleiche Menge Honig und Olivenöl, dann nehme ich Salz ein bisschen. Ich habe gelernt, man nimmt zuerst Essig und tut darin dann die ganzen Gewürze, Salz etc., aber du machst es jetzt ganz anders. Okay? Essig ganz am Schluss. Okay. Genau, ich habe gelernt, dass dann Emulsion schlechter entsteht, wenn man dann Säure schon dazu hat. Aber siehst du, wie unterschiedliche Lernweise Menschen haben. Richtig, ja, ja. Ich mache dann erstmal hier eine glatte Paste. Interessant, ich war da deshalb immer davon total überzeugt und ich habe das dann auch mal gemacht mit dem Öl. Mhm. Und dann habe ich gesehen, dass sich das Salz nicht aufgelöst hat, ja. Mhm. Aber klasse, ja. Ja, so mache ich es natürlich unten in Krone, machen wir das in ganz großer Menge und auch unterschiedliche Rezepten. Aber jetzt so im Haushalt mache ich meistens so. Das finde ich klasse, auch dass du da wirklich Honig findest. Ne? Viele hauen da dann viel Zucker rein und alles, aber und Honig ist ja wirklich so ein sehr kostbares Produkt, ja, auch geworden. Ne? Ja. Aber ich bin genauso, also ich tue auch erst morgens viel Früchte und ich tue sogar in meinen Kaffee Honig. Toll. Also ich cheate da vielleicht ein bisschen, weil halt Zucker schlecht ist, natürlich, das ist böse. Und da versuche ich halt viel mit Honig zu arbeiten. Ja, ich probiere immer vollwertig zu kochen. Und das heißt auch in unsere Salaten, wenn ich jetzt meine Karottensalat habe, dann nehme ich auch Vollrohrzucker. Ich vermeide, wo ich kann, Weißzucker. Einfach mal, um vollwertiger zu kochen. Und im privaten Haushalt dann Honig. Aber auch in Krone, wenn ich Antipaste selber mache.
Oh, dann tue ich ganz viel Honig. Deswegen 100 Kilo pro Jahr. Das ist ein Wort, ja. Ich freue mich wieder, bis alle Restaurants geöffnet haben. Vor allem ihr. Oh, ich kriege richtig Appetit, bei euch in dem schönen Garten zu sitzen und ja, zu entspannen. Ich habe auch letztes Jahr, mein 30er habe ich bei dir auch im Garten gefeiert. Da haben wir uns aber auch noch nicht so gut gekannt. Da war ich mit meiner Familie, mit meinen Brüdern hier. Nach der Party, ja. Wir haben reingefeiert. Wir waren wahrscheinlich ziemlich zerstört, aber da haben wir dann in dem Garten gesessen und haben gesagt, geh zu Krone. Und dann bin ich hergelaufen, das weiß ich noch, und habe ich meinen Hund im Auto vergessen. Oh, aber beim Hinlaufen schon gehört er wieder zurück. Ich sage ja, wir haben reingefeiert und es war eine harte Nacht. Also, da kann das schon mal passieren. Ja. Unvergesslich. Immer, ja. Also wenn wir feiern, dann richtig. Ich habe jetzt ein bisschen Essig reingetan und das kann man mal jetzt abschmecken, so probieren. Und man könnte hier verschiedene Kräuter reintun. Ich habe immer auf meinem Fenster so ganz, ganz bunte Kräuter. Das könnte man jetzt Petersilie, man könnte auch spielen und auch eventuell Estragon reintun, weil das zu Hollandaise auch passen würde. Und ganz verschiedene Kräuter kann man auch reinmischen. Probier mal, es ist immer schwer ohne Salat, es zu probieren, deswegen kleinere Menge für dich. Einfach mal so zu merken, es leicht süß muss sein. Ja, und ich meine, wie viel? 2, 4, 6 Zutaten. Genau, und so einmal in der Woche ein so Glas und im Kühlschrank aufbewahren und der trennt sich jetzt nicht mehr. Und der ist schön cremig. Und auch ein bisschen Konsistenz. Sehr schön, das war ein Apfelessig, gell? Apfelessig, genau, auch aus unserer Region hier. Das ist mir ziemlich wichtig, dass wir hier bleiben im Umkreis. Ja, und ich finde, jetzt in dieser Zeit wird es umso wichtiger, dass man sich wieder auf das besinnt, ja, auf seine Basic zurückkommt und wieder mit den Nachbarn von Weitem spricht, ja, was wir da schon gehört haben. Ihr seht es ja auch aktuell, oder? Ja. Haben wir unsere Erstprämierung von dem letzten Tasting, war so eine Nachbarnkonstellation, die sich die Weine über eine Bahn zugefahren haben, ja, von Balkon zu Balkon, also so crazy, aber fantastisch und ich finde es so schön, ja, wie man irgendwie doch wieder zusammenwächst und ja, und deshalb, so muss man es auch mit der Ernährung machen, dass man sich auch wieder auf seine regionalen Erzeuger konzentriert und sich davon ernährt, weil dieses ganze globale und unsaisonale Essen, ja, tue ich auch nicht so unterstützen. Also Erdbeeren, die gibt es einfach, das fängt jetzt langsam an, die Saison. Und an Weihnachten braucht man einfach keinen Erdbeer-Dessert. Ja. Genau, so ist. Und auch in Krone machen wir immer so, dass ich habe nicht viele Gerichte auf Speisekarte. Ich koche höchstens 10 Hauptgerichte, die immer da sind. Und dann probiere ich im Spargelsaison ein vegetarisches, ein Fleischgericht mit Spargel zu machen. Im Sommer machen wir damit Pfifferlinge und so ein bisschen Salatvarianten. Aber es ist wirklich nie mehr als 1-2 Tagesempfehlungen. Und dann kommt halt Herbst mit Kürbis und im Winter halt mit Rotkohl und alle winterliche Gulaschgerichte wild. Und so arbeite ich, sonst sind meine Gäste auch gewohnt, dass ich jetzt keine 30 Gerichte habe, sondern immer 10 Stammgerichte. Und wenn Antonia Zeit hat, dann gibt es halt noch Tagesempfehlungen. Das ist meistens so, aber ich probiere es. Weil ich mache, von diesen 10 Gerichten mache ich sehr viel selber. Wir haben da selbstgemachte Maultaschen, vegetarisch und Fleisch. Dann machen wir Soße, unsere Bratensoße kocht über 3 Tage lang. Wow. Ja, das ist, das macht aber mein Mann, das habe ich abgegeben. Ja, Spätzle machen wir selber, Salatsoßen und alle Salaten sind frisch und Kartoffelsalat, was ganz wichtig im Schwabenland ist stark frisch gemacht. Und perfekt, das muss so sein, ja. Deswegen gibt es auch nicht mehr als diese 10 Gerichte, aber unsere Gäste, die erkennen das auch, die merken, was halt bei mir Ehrgeiz ist, wenn du jetzt zu uns kommst und ein Cordon Bleu bestellst, dann nehme ich ein Stück Fleisch, schneide ich es runter, klopfe, würze, belege, paniere und tue ich in Pfanne ausbraten. Und dieser ganze Vorgang wird immer gemacht, auch wenn 60 Leute draußen stehen. Und das ist mir wichtig, das mache ich selber, dass halt jeder Gast einfach mal ganz frisch hat. Und deswegen kann ich keine breite Spanne machen, aber ich liebe es, wenn dann Gäste hören, dass ich frisch klopfe und frisch mache. Es ist eine ganz andere Atmosphäre, finde ich dann.
wenn es selber gemacht wird. Das stimmt, da hast du recht. Ich finde, es schreckt auch mehr ab, wenn du die Karte von einem Restaurant durchliest und das irgendwie was Italienisches, dann was Indisches und am besten noch Sushi, ja, wird angeboten. Und dann denkst du dir so, ja, man sollte sich doch vielleicht lieber auf das, was man kann, konzentrieren oder auf das, was, wie du sagst, gerade saisonal angesagt ist. Und, ja. Ich denke, wir alle sind besondere Menschen. Alle Küche haben auch eine Stärke. Und wenn man sich auf eigene Stärke konzentriert und nicht probiert, alle Menschen gerecht zu werden, sondern sagt, okay, ich mache ganz toll zwei, drei Gerichte und dahin stecke ich. Und wenn dann meine Gäste sagen, aber etwas fehlt, warum machst du das und das nicht? Und ich ganz stolz sagen kann, ja, aber mein Nachbar, der macht es in seinem Restaurant. Wenn du dann nur schaust auf gutes Cordon Bleu oder gute Maurische, komm zu mir. Wenn du gute Pizza hast, dann geh mal in ein anderes Lokal oder was anderes. Und so könnte jeder seine Besonderheit haben. Und auch, da haben die Gäste Grund, um zu wechseln. Verstehst du, was ich meine? Ja, so können wir alle gut leben miteinander. Ja, und das finde ich toll und ja, deswegen halt nur 10 Gerichte. Finde ich fantastisch, dieses Konzept, das gefällt mir sehr gut. Ja. Ja, so muss das dann sein. Und wie du dann auch sagst, ja, viele wollen ja dann dem Nachbarn das nicht gönnen, ja, dass du dem dann die Kunden geschickt hast, ja? Aber in dem Fall ist es, ja, genau wie du sagst, man konzentriert sich auf das, ich kann das und das mache ich und das mache ich gut. Und wenn du den Döner haben möchtest oder die Pizza, genau, dann geht zum Nachbar, der macht das super auch. Ja? Genau. Und wir sind, ich merke das ganz stark, weil ich halt hier neuer bin, 6 Jahre, das ist jetzt nicht lebenlang. Ich bin so überwältigt von dem Vielfalt, was wir hier haben. Wir haben so ein Reichtum um uns drumherum, vom Lebensmittel, vom Menschen, die Schwaben, die sind, Entschuldigung, ich darf das sagen, die sind Kroaten, aber Schwaben, die sind Menschen, wenn die was machen, die machen das richtig. Deswegen, wenn du einen Gemüsebauer hast, du kannst dich verlassen, dass der es mit ganzer Herz und ganzer Ehrgeiz macht. Und ich kaufe hier regional, ich finde, das ist eine ganz nette Geschichte, wenn ich es erzählen darf, wie das alles angefangen hat. Ich war in der Krone, in Baustelle und wusste nicht, wo hole ich meine Eier. Und ich konnte mir nicht vorstellen, vom Großmarkt Eier zu nehmen, weil ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Großzücht und allem. Ich liebe das einfach mal, dass das Tierwohl auch in Betracht gezogen ist. Und dann habe ich gedacht, was mache ich? Ich war halt ganz neu und ich habe gegenüber von Krone, muss ich sagen, ist ein Friseursalon. Und in Kroatien, wer weiß alles, Friseure, die wissen immer, wo was passiert, wo was ist, weil da ist immer Austausch. Stimmt, ja. Und dann bin ich rübergelaufen und habe gesagt, hallo, ich bin die Antonia, können Sie mir helfen, wo finde ich gute Eier? Die haben mich erstmal angeschaut und gedacht, oh, wer ist das jetzt? Und die haben mich nach Ennisdorf geschickt. Und dann bin ich da hin und habe ich Eier geholt und da habe ich dann auch bis heute hole ich von dort Eier und auch Gemüse entdeckt, dass die auch Gemüse haben und in Beutelsbach gibt es auch Gemüsebauer, im Schneid genauso. Und dann habe ich halt meine Gemüse, die ich im Schneid, weil der ist ziemlich klein, der ist schon saisonal, von ihm hole, dann von Beutelsbach, dann im Entesbach. Und es ist nicht nur Einkauf, man kommt tauscht sich aus, sind so auch ganz normale Menschen und dann sagst du, okay, wenn ich meine Einkaufrunde mache, dann erfülle ich mich auch. Und du kriegst immer was Neues, was gibt, was du sonst nicht gesehen hast. Ich habe jetzt mal schon, weil nur ein bisschen im Wasser, so könnt ihr, aber wenn ihr die im Kühlschrank reintut, so könnt ihr dann wieder mal im Wasser ganz kurz wieder auf Temperatur bringen. Ich habe davor schon Zwiebelschmelze gemacht. Ich habe Zwiebel ganz dünn geschnitten und diese Pfannen mit Öl erstmal scharf angebraten und runtergesetzt, dass sie sich einmal fertig garen. Johannes, kannst du mir die bitte geben? Wie nennt man das? Sous-Chef, oder? Ja, ja. Johannes ist mit in der Küche, der steht mir gegenüber. Aha. Und ja, ohne ihn würde es auch nicht gehen. Wir machen das schon als tolles Team. Wirklich ohne viel sprechen, wenn du dir das vorstellen kannst. Ich kann viel sprechen, aber... Ja, weißt du, das ist bei meinem Schatzi auch so. Heute Morgen hat er sein Handy gesucht und ich dachte mir, dann gib mir doch mein Handy, damit ich deinem Handy anrufe. Ja, ganz banal.
Habe ich nicht ausgesprochen. Gib dir mir mein Handy und sag, ruf mein Handy an. Ne? Ich meine, gut, es ist ja auch schon, ja, ich meine, ich will das jetzt nicht unterspielen, aber es ist einfach schön in der Partnerschaft, ja, dass man sich blind versteht und das auch bewahrt und dass ihr dann nicht nur privat gut zusammenarbeitet, sondern auch in der Krone. Ja, das ist wichtig. Er macht Einkäufe und unterstützt mich im Arcade-Betrieb. Genau. Er kommt auch immer in die Ramsdorf-Kellerei zum Einkaufen. Genau. Und wann habt ihr euch kennengelernt? Bist du durch ihn hierher gekommen? Oder? Nein, er war mein Gast tatsächlich. Ja, wir haben uns in der Krone kennengelernt. Es ist eine Freundschaft aufgebaut und aus Freundschaft ist was Größeres geworden. Und er kommt aus einem anderen Beruf, aber der hat auch jetzt seinen Beruf aufgegeben, um mich zu unterstützen, weil in einem Moment könnte ich es nicht mehr alleine machen. Das war dann zu viel, weil ich habe auch ein Catering aufgebaut vor 3 Jahren und eins ist zu kochen, aber ich kann nicht kochen, Catering à la carte später und noch liefern. Das heißt, ich habe jemanden gebraucht, der das genauso liefert, wie ich es brauche. Weil wie du mit dem Essen umgehst im Transport, nachher bei Gästen da vor Ort, entscheidet viel für Qualität. Mhm. Johannes ist sehr genau, der ist präzise. Wenn man ihm etwas erklärt oder sagt, es ist wichtig, dann hält er sich ganz, ganz eng dran und das ist sehr wichtig für Qualität. Deswegen ist er dann voll in der Krone. er hat sich sozusagen über eine Zeit beworben und dann hast du ihn zu gut gefunden und dann darf er dir jetzt helfen. Das ist, genau. Das ist doch schön. Qualifiziert. Sehr gut. Ich bitte jetzt ein paar Teller. Dass wir dann auch es kosten können. Ich finde es interessant, ich war schon ein paar Mal bei Weinprobe bei euch, aber noch nie in einer Live-Online-Weinprobe. Du, für uns war das ja auch das erste Mal, als wir da online gegangen sind und es ist so komisch, du sitzt echt, Freddy, ja, wir gucken dann Freddy die ganze Zeit an und sprechen dann oft mit ihm, weil wir natürlich als eingefleischte, ja, Peter Jung und ich haben schon viele Weinproben in unserem Leben gemacht und haben uns jetzt halt über die Jahre auf andere Dinge spezialisiert, sage ich jetzt mal, ich als Teamleitung und er jetzt als geschäftsführender Vorstand bei uns und trotzdem haben wir gesagt, Mensch, wir machen das und wollen das ausprobieren und es ist was völlig anderes. Ne? Du guckst in die Kamera rein und dann stellst du dir vor, dass da über 1000 Menschen sitzen, ja, die dir zuhören, die wirklich Interesse daran haben, was du 2 Stunden über diesen Wein zu sagen hast oder über diese Weine und natürlich nach dem 6. Wein du nicht mehr ganz Herr deiner Sinne und Sprache bist, ja, weil ich habe dann auch gesagt, und später schütten wir dann weg, oder? Also aus, oder wie machen wir das? Soll ich dann das ganze Glas trinken? Ja. Ja, das machen wir so. Wir trinken leer und wir trinken mit. Das war einfach eine ganz klare Ansage und dann ja, wird das so mitgemacht. Und ja, ich habe auch schon viele Weinproben hinter mir, aber habe auch wenig online, weil ich halt auch persönlich lieber erlebe, also vor Ort bin, ja, also weißt du, wenn ich dann bei dir in der Krone oder bei euch im Garten sitze, dann habe ich ja auch das Feeling von euch, von eurer Philosophie, von dem, ja, das strahlt man ja auch durch den Tisch, durch eine Dekoration, durch den Flair so aus und das ist ja bei uns genauso, man sitzt natürlich lieber persönlich im Holzfasskeller, als dass man es auf dem Bildschirm sieht und deshalb, ja, haben wir uns dennoch, ja, ist es jetzt halt durch die schwere Zeit, sage ich jetzt mal, interessanter geworden. Ja, diese Online-Tasting, die gab es schon früher, das gibt es schon lang, sowas live zu gehen. Aber wie gesagt, ich meine, lieber geht man persönlich vor Ort, schaut sich das an, wo wir das produzieren. Das ist ja bei uns genauso, man kann ja den Wein schon fast anfassen, wenn man bei uns dann durch den Weinfasskeller läuft und in unserem Trolling- oder Rieslingssaal die Weinproben dann hält. Da ist man vor Ort, da kriegt man das Feeling sozusagen mit. Und so.
Ja, ich war ein paar Mal dabei mit meinem Catering bei euren Weinproben im Barrique-Keller. Ja. Oh, das ist schon schön. Mhm. Die Ambiente und dann einfach mal die Lichter, wie die gemacht sind, das ist was ganz, ganz Besonderes. Ja. Ich war jedes Mal wirklich erstaunt, wie das gut funktioniert. Und auch so mit Gästen, weißt du, so eine romantische Atmosphäre, die alle genießen es und es ist eine ganz andere Welt dann auch. Mhm. Ich wollte nur dazu sagen, meine Kartoffeln, die sind jetzt mit Schale gekocht, sie haben auch eine dunklere Farbe, aber ich koche die gerne mit Schale, weil die Schale dann auch einen besonderen Geschmack aufbewahrt und man hat dieses wässrige Kartoffeln eher fester und ein bisschen halt nach ja, nach Schale schmeckt es dann auch. Mhm. Ich mag es besser so. Darf ich dir zur Hand gehen mit dem Dressing? Soll ich schon mal verteilen? Bitte mach das. Ja, ja, vielen Dank. Sehr gerne. Und ich habe, arbeitest du irgendwie mit Butter oder was, Salz klar auf die Kartoffeln? Besonders viel, habe ich mal gehört, würde die Kartoffeln besonders weich machen oder? Ja, nee, ich habe die tatsächlich gedämpft, ohne Fett, weil ich denke dann auch dran, dass wir Hollandaise-Soße haben und dass sie dann auch fetthaltig ist. Dann habe ich probiert, meine Kartoffel fettarm zu halten und dann gebe ich mir halt einfach mal Hollandaise-Soße drüber und dann haben wir es auch. Mhm. Aber ich bin jemand, der ziemlich einfach kocht. Ich bin vom Gewürze her ziemlich minimalistisch. Salz und Pfeffer sind meine besten Freunde. Weil wenn du hier bei uns in Weinstadt tolle Zutaten holst, dann musst du nicht zaubern können. Ja, das stimmt. Und wir haben alle vergessen, manchmal wie echte Sachen schmecken. Und riechen, ja. Genau, und dann diese Tomaten halt dann auch frisch oder Spargel frisch. Das ist dann einfach mal für sich selber lecker. Und deswegen einfach so. Das ist beim Wein genauso. Wenn du tolle Trauben schon aus dem Weinberg bekommst, von deinen fleißigen Winzern, dann hast du danach das beste Produkt im Glas. Also das ist einfach so, dass der Wein im Weinberg produziert wird und sonst nirgendwo mehr. Ja, das ist sehr wichtig. Ist es jetzt genug Dressing oder soll ich das verarbeiten? Ja, das passt. Ja, das bleibt zum Abendessen für mich und Johannes dann. Unsere Hollandaise, der hat sich tatsächlich nicht getrennt. Der ist immer noch so, wie er wie wir gemacht haben. Wow, ich hätte wirklich gedacht, dass sie zusammenfällt oder irgend, aber da hast du ganze Arbeit geleistet. Ja, gemeinsam. Was ich halt wichtig finde, ist zu sagen, dass selbstgemachte Hollandaise ist immer am besten gleich zu essen, ja. Weil der sich nicht aufwärmen lässt, weil dann er trennt sich beim Aufwärmen. Mhm. Was ich aber gerne mache, wenn das etwas mehr gemacht ist als benötigt, dann tue ich in ein Glas, in den Kühlschrank und dann einen Tag später über heiße Kartoffeln drüber leeren, dann geht's auch. Mhm. Aber nicht mehr in Pfanne oder im Topf und heiß machen, das funktioniert nicht. Mhm. Oder halt ein bisschen Petersilie, ein paar Kräuter drüber machen. Und dann haben wir auch ganz, ganz tolle Dressing jetzt auch. Haben wir auch aus Hollandaise ein paar andere Sachen, eine Gemüsepfanne mit Zucchini und so machen und dann einfach mal Hollandaise drüber. Das sieht fantastisch aus. Danke dir. Wenn nur so schmeckt, wie es aussieht. Ich tue ein paar Tomaten, einfach wegen Farbe, dass wir einen Kontrast haben. Ja. Das ist auch wichtig, Auge isst mit. Das stimmt, ja. Man muss auch so ein bisschen, wie du sagst, Kontraste schaffen. Und dann, das ist ja wie bei einem schönen Wein, der setzt sich aus vielen Attributen zusammen. Ne? Mhm. Das ist auch, oder bei Cuvée, sage ich auch immer gerne. Ne? Das ist immer so verpönt fast ein Cuvée, aber nein, das ist ganz viel Arbeit und man muss sich das vorstellen wie ein Gericht. Ja? Da braucht man isst ja auch nicht nur die Zwiebeln, sondern man hat eine Maultasche, man hat ein bisschen Salat, man hat Kartoffeln und so setzt sich auch ein Cuvée zusammen. Ja? Man hat zum Beispiel den Trollinger, der bringt die Frucht, der Lemberger die Beerigkeit und dann hat man vielleicht noch was Kräftiges oder auch was im Holz, was gelagert ist und der bringt dann noch so das Würzige mit sich. Ja? Und dann hat man eine schöne Komposition aus allem. Wow, du kannst es so gut erklären. Das ist toll.
Danke. Ich habe die Spargelspitzen aufbewahrt, habe ich schon gesagt. Dann verteile ich dann die einfach mal obendrauf, weil ich finde, Spargelspitzen sind was Besonderes, haben ganz feinen Geschmack. Ja. Mein Mann und ich, wir schlagen uns immer drum, wer kriegt die Spargelspitzen? Spaß! eine weniger, einer muss verzichten. Ja. Ich verzichte freiwillig. So, ich würde sagen, unsere Teller sind dann gerichtet. Zu Tisch. So, wir sitzen jetzt hier in dem schönen idyllischen Garten der Antonia oder der Krone. Um diese Jahreszeit eigentlich schon. Habt ihr jetzt schon geöffnet normalerweise? Oder? Normalerweise schon. Ja, wäre hier gefüllt, viele Stimmen, gute Stimmung und volle Bäuche danach. Wir lassen jetzt einfach mit unseren Gesprächen den Garten hier erfüllen den Garten mit unseren Gesprächen. So, ich hab schon Hunger, ich kann gar keine klaren Gedanken mehr fassen, deshalb machen wir es ganz schnell. Auch wie zu unserem Tasting empfehlen wir oder trinken wir den 3-Sterne-Riesling von der Remster-Kellerei. Und zwar haben wir den ausgewählt, da er etwas kräftiger ist. Die 3-Sterne-Linie ist bei uns auch als Auslesequalität geerntet worden und damit ein sehr, sehr schöner, kräftiger Riesling, 2013er, und ja, passt fantastisch zum Spargel auch. 2013 habe ich gerade gesagt, 13 Volumenprozent, 2018er Jahrgang, so jetzt. Und genau, passt fantastisch zum Spargel, hat auch dieses Kräftige, das da schön korrespondierend ist. Und ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, die Einladung an euch, 8. Mai, wir machen ein Tasting mit Riesling satt mit dem Thema, und dazu gibt es ein Rezept von dir, Antonia, mit im Booklet, wie man diese fantastischen Spargelmaultaschen macht. Also holt euch das Paket über unseren Onlineshop oder bei uns im Pavillon, dazu gibt es dann das Booklet mit dem Rezept. Und ja, dann fehlt mir nur noch zu sagen, vielen herzlichen Dank, Antonia, für alles, für deine Gastfreundschaft, dass du uns diese fantastischen Einblicke in deine Ideen, in deine Kochkunst gewährt hast. Und ja, dann freuen wir uns auch auf den 8. Mai gemeinsam mit dir sozusagen. Wir wissen noch nicht, ob wir dich live einschalten. Das ist dann eine kleine Überraschung. Vielleicht bist du dabei, vielleicht nicht. Genau, ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr da wart, dass wir gemeinsam gekocht haben, war auch eine neue Erfahrung für mich. Und ja, ich freue mich zu kosten mit dir und natürlich auch Weinprobe am 8. Mai. Auf jeden Fall bin ich als Zuschauer dabei. Ob ich live komme, dann lassen wir es uns überraschen. Genau, fantastisch. Zum Wohl und guten Appetit. Ja, dir auch. Dankeschön.